Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar habe ich heute mal wieder was vom Marktführer mitgebracht, und zwar die Lego Technik 42117. Das ist die Race Plane, also frei übersetzt ein Rennflugzeug. Ich würde eher sagen, es ist ein Stuntflugzeug. Wir haben hier auf jeden Fall ein Set, was laut Verpackung ab 7 plus geeignet ist. Es kommt in einer winzigen Verpackung daher. Es hat wirklich nur ein kleines Technikset. Ja, die Box von Lego kennen wir soweit. Ist jetzt nichts sonderlich Spezielles dabei. Wir sehen dabei auf der Frontseite dieses Stuntflugzeug und auf der Rückseite sehen wir ein Jet. Das ist das B-Modell in diesem Set. Leider mal wieder das B-Modell nur online von der Anleitung abrufbar. Aber immerhin gibt es ein B-Modell. Das ist ja auch nicht mal selbstverständlich. Und dann in so einem kleinen Set, was man für 7 bis 8 € bekommt, ist es wirklich cool, dass ein B-Modell dabei ist. Ich würde sagen, schauen wir uns nochmal die Anleitung mit an. Und wenn wir uns die Anleitung anschauen, fällt uns als erstes auf, dass sich darin ein Stickerbogen befindet. Es ist halt mal wieder alles, was quasi Aufschrift oder Design an diesem Set ist, mit Stickern gelöst. Das ist relativ schade. Ihr wisst, da bin ich kein großer Fan davon. Trotzdem ist es ein kleines Spielset. Es ist nicht so teuer. Da finde ich das schon in Ordnung. Schöner wäre es meiner Meinung nach natürlich trotzdem nach, wenn es Prints wären. Wenn wir uns dann jetzt die Anleitung anschauen, dann ist die relativ dick. Für so ein kleines Set liegt halt wieder daran, dass es im Endeffekt eine Lego-Anleitung ist und Lego-Anleitungen natürlich watschen einfach sind. Das wird sich hier wahrscheinlich nicht ändern. Wenn wir uns die Anleitung hier anschauen, dann haben wir vorne diese Standard-Lego-Erklärungen und dann hier die Bauschritte und ihr seht, okay, es ist mal wieder watschen einfach. Es ist aber Lego-typisch, es wird nichts ausgegraut, die Farben bleiben so bestehen und das, was schon gebaut ist und was jetzt gebaut wird, wird beides vollfarbig dargestellt. Danach baue ich auch sehr gerne. Insgesamt haben wir für knapp 150 Teile 59 Seiten in der Anleitung. Davon sind die letzten zwei nur eine Teileliste. Aber schon allein die Anzahl an Seiten zeigt wieder, wie wenig Teile hier pro Bauschritt verbaut werden. Für die Teileliste könnt ihr das Video ja gerne nochmal anhalten und euch das anschauen, wenn ihr das möchtet. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir 55 Hauptbauschritte haben, aber sich in diesen 55 Hauptbauschritten auch immer noch solche kleinen Unterbauschritte hier verstecken. Also da wissen wir, das wird super einfach. Da werden pro Hauptbauschritt gerechnet 2 bis 3 Teile verbaut und wie gesagt, dann sind einige auch noch mit Unterbauschritten. Aber sei es drum, ich würde sagen, ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann mit dem fertigen Set wieder. Ich meine, bei so wenig Teilen brauchen wir da keinen Zwischenschritt machen und wir reden dann auf jeden Fall nochmal drüber, ob ich euch das Teil empfehlen kann oder ob es dafür keine Kaufempfehlung gibt. Viel Spaß dabei! Und fertig ist die Lego Technik 42117. Und ich muss sagen, es war ein kurzweiliger Bau, hat aber sehr viel Spaß gemacht, war natürlich sehr einfach, aber die Qualität von Lego, von den Steinen, ist eben trotzdem wirklich super, super gut. Das Einzige, was mir da nicht so gefallen hat, waren diese schwarzen Pins hier. Die gingen stellenweise wirklich sehr, sehr straff und nur mit Wörchen rein. Das bin ich von Lego so nicht gewöhnt. Die blauen Pins, die bei diesem Flugzeug sogar einigermaßen passen, waren von der Qualität da so gewohnt und gingen auf jeden Fall leichter rein. Der Bau war auch wirklich farblich entspannt, bis auf ein paar bunte Achsen, die natürlich immer dabei sind und bunte Pins, wird hier relativ wenig an Farbe versteckt. Also das ist wirklich in Ordnung. Es ist halt auch nicht viel Fläche zum Verstecken da und davon profitieren wir dann im Endeffekt als Kunden. Die Sticker habe ich diesmal weggelassen, weil ich es tatsächlich auch so als generisches Flugzeug ganz schön finde. Es ist natürlich kein Design-Highlight, aber bei diesem Set geht es ja auch um Technik. Und jetzt würdet ihr euch fragen, was soll da an Technik drin sein in so einem Miniset? Und das sage ich, da ist eigentlich wirklich was ganz Cooles drin als Spielfeature. Und zwar haben wir hier mit ein paar Zahnrädern gelöst, dass sich quasi, wenn die Reifen drehen und man das so nach vorne schiebt, hier vorne der Propeller mitdreht. Und das fühlt sich richtig gut an. Und ich muss auch sagen, richtig cool ist es, dass wir hier hinten einen gummierten Reifen haben und vorne gummierte Reifen haben und nicht solche Billiglösungen, wo dann nicht mal drehbare Teile dort verwendet werden. Oder wie ich das schon bei Sluban öfters gesehen habe, dass wir dann hinten so ein Teil als Rad verwenden. Das ist wirklich nichts wert. Da ist das schon viel besser gelöst und da kann man auch vom Spielen her wirklich Spaß haben. Ansonsten vom Design ist es natürlich relativ grobschlächtig. Es ist Technik. Das soll ja auch nicht nach einem Ausstellungsstück aussehen, obwohl man es sich trotzdem irgendwo hinstellen kann, ohne sich zu schämen. Das, was hier an Paneelen quasi dabei ist, um die Flugzeugform zu machen, sind an und für sich wirklich viele Formteile. Die Flügel werden eigentlich kaum gebaut. Das sind große Formteile und nur wirklich hier diese bunten Clear-Teile werden an die Flügelspitzen noch mitgebaut und ein paar Pins werden da noch mit reingebaut. Auch das Höhenleitwerk ist komplett ein Formteil.
Und lasst euch beim Bau übrigens nicht davon verwirren, dass dieses hintere Rad hier nach dem Bau die ganze Zeit hier lose rumschwingt. Weil man baut es dann wirklich erst so 10 Bauschritte später, wird das dann befestigt und arretiert. Das kann erstmal verwirren, dann denkt man, da hat man irgendwas falsch gebaut, warum wabbelt das da die ganze Zeit rum? Und das ist auch beim Bau ein bisschen störend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte man eine schönere Lösung finden können. Aber nein, ihr habt euch nicht verbaut, ist ja auch bei der Anleitung so gut wie nicht möglich. Es ist wirklich alles so geplant. Und im Endeffekt wird das dann später befestigt und ist so fest wie jetzt. Allzu viel mehr lässt sich zu diesem Set eigentlich gar nicht sagen. Vom Spielen her finde ich es wirklich cool, dass sich der Propeller mitdreht. Es ist ein cooles Gefühl, wenn man damit quasi so ein bisschen über die Rollbahn fährt. Schade ist es natürlich nur, dass sich der Propeller dann beim Flug nicht mehr mitdreht. Man muss wirklich sagen, dieses Set hat im Lego-Kosmos ein wirklich sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dementsprechend würde ich euch dafür auch eine Kaufempfehlung rausgeben, weil das Spielen macht damit Spaß. Das ist jetzt kein Set, was man baut und dann später liegt es in der Ecke und man hat halt mal so ein kleines Technikset gebaut, weil man sich dafür interessiert hat, sondern das Ding hat wirklich einen Spielwert. Man kann damit Spaß haben, ist für Lego-Verhältnisse nicht teuer und dementsprechend gibt es dafür eine Kaufempfehlung. Und ihr könnt natürlich auch mal das Set kaufen, um das B-Modell zu bauen. Schade, dass es dann nur eine Online-Anleitung gibt, aber vielleicht ist das B-Modell ja auch was für euch. Ich persönlich finde den Chat jetzt als B-Modell nicht so unglaublich cool, dass ich den noch unbedingt bauen müsste. Wenn ihr dieses Set natürlich selber besitzt, könnt ihr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und auch gerne könnt ihr ein Abo dalassen oder einen Daumen nach oben, je nachdem, was euch lieber ist oder vielleicht ja sogar beides. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.